Hallo zusammen. Schön, dass ihr rein zufälligerweise gerade wieder mit dabei seid. Ich schaue hier nämlich gerade auf ein paar wunderschöne SPS-Ableger. Die habe ich hier rausgesucht. Die Korallen stellen wir euch ja in den Shop rein, sondern wenn sie Anzeichen von Basalscheibe zeigen und first come, first serve. Und jetzt gibt es welche, die stehen ein bisschen länger hier. Und wir haben ein paar Korallen gefunden hier, die wirklich ganz außergewöhnlich toll gewachsen sind. Also das sind schöne Farben haben sie, sind aber auch einfach, ich gucke gerade drauf, krasse Basalscheiben und einfach phänomenale Tiere. Und die gehen im Shop so ein bisschen unter und ich wollte jetzt die Gelegenheit nutzen, euch die mal vorzustellen. Also heute kleine Teleshopping-Sendung mit Toms Korallen, einzelnen besonderen Ablegern und auch ein bisschen Infos über die Mutterstücke von diesen Korallen. Warum kommen jetzt erstmal solche Videos? Weil das SPS-Schaubecken, was da steht, das fährt gut weiter ein. Also ja, das Wasser ist gerade wieder ein bisschen trüb, das pendelt immer so hin und her. Mal ist es ein bisschen angetrübt, dann gehen wieder Bakterien und Algen ab, mal ist es klar. Und ja, bei dem Zustand, in dem es jetzt ist, macht es nicht wirklich Sinn, ein einzelnes Video darüber zu machen. Ich habe auch gemerkt, dass ich das Strömungskonzept noch mal ein bisschen überdenken muss. Da ist jetzt einfach zu viel Strömung drauf, die können wir runterfahren, aber das hat nichts mit dem zu tun, was da nachher an Strömung stattfinden soll, weil nachher sind natürlich auch dann die Korallen da, die die Strömung brauchen. Jetzt gerade pustet es einfach nur den Sand durch die Gegend, da bringt das auch nicht so viel. Die ersten Korallen sind drin, also wir haben jetzt schon mal ein paar erste SPS reingeklebt. Die stehen ganz gut, müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also die ersten Akroporen sind drin, ich habe es auch schon mal gewagt, eine Acropora tenuis mit reinzukleben. Das ist eigentlich noch ein bisschen früh für die, nein, es ist diesmal keine Walt Disney. Und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich bin überrascht. Also ja klar, wir haben gerade immer wiederkehrende Algen- und Bakterientrübungen im Wasser drin. Die Aufwüchse, wir haben die ersten Kalkrotalgen, was sind das, Sporen, also so millimetergroße Kalkrotalgenaufwüchse gefunden. Die bleiben aber nicht lange drauf, die Einsiedler knabbern die runter und dann unsere Doktorfische gehen da auch noch dran. Die knabbern gerade alles ab, was da drin ist. Und ja, und so ist das. Ne? Es ist immer wieder ein bisschen Aufwuchs, dann ist es wieder im Wasser drin, ist wieder im Aufwuchs. Schnecken haben wir rein, ist total cool. Unsere großen Kreiselschnecken, die Tectus, haben sich vermehrt in der Zoa-Anlage. Ich wusste gar nicht, dass wir da welche drin haben. Auf jeden Fall ist die ganze Zoa-Anlage oben so an den Scheiben voll mit Mini-Tectus. Die haben wir da drüben reingetan. Da sind jetzt so um die, weil ich neulich mal gefragt wurde, wie viele Schnecken hatten ja da drin. Auf 1300 Liter haben wir da gerade so 50, 60, 70 Schnecken drin. Und die fangen da jetzt an, rumzuwuseln. Und die verhungern auch nicht, das sieht gut aus. Also die Aufwüchse bilden sich in einer Geschwindigkeit aus, dass da die Schnecken noch einiges zu futtern haben und nicht den Hungertod sterben werden. Dann wollte ich euch heute noch mal einen kleinen Exkurs machen, wie wir unsere Fische füttern, weil die kriegen bei uns durchaus auch frisches Futter und Grünfutter. Also was heißt durchaus auch? Natürlich sollten die das immer kriegen. Aber wir füttern morgens immer einmal Granulat, damit sie schon mal was zu beißen haben. Und dann haben wir hier noch Grünfutter für die Doktoren und für die Kaninchenfische und dann haben wir hier unser Frostfutter und da wollte ich euch gleich mal zeigen, was da so drin ist. So, jetzt gucken wir einmal zu den Korallenablegern. Das sind 18 Stück, die kriegen wir heute nicht durch. Da gucken wir uns mal so 2, 3, 4, 5 an. Übrigens findet ihr diese Korallenableger im Shop relativ einfach. Die haben inzwischen so schicke kleine Plaketten. So steht, seht ihr hier unten so eine kleine Nummer drauf, eine dreistellige. Und die Nummer hängt den Visivik-Ablegern immer mit dran. Das heißt, wenn ihr die im Shop seht, aus diesen Nummern wird eine Artikelnummer generiert. Da hängt auch noch das Datum dran, wann das Foto gemacht wurde, beziehungsweise wann die Koralle mit diesem Foto in den Shop gestellt wurde. Und darüber könnt ihr zum einen sehen, wenn ihr jetzt Videos oder auf Insta die Korallenableger seht, welcher Ableger ist das. Weil die haben sich hier natürlich schon weiterentwickelt als das, was im Shop drin ist. Weil ich stelle die erst in den Shop und dann nachher kommt da nochmal ein Insta oder nochmal ein Video oder sowas dazu. Dann sehen die halt schon wieder ganz anders aus. Besser meistens, glücklicherweise. Und ihr könnt eben auch anhand des Datums, das daran hängt, sehen, wie alt ist eigentlich das Foto von der Koralle. Und wenn euch eine ganz besonders interessiert und ich einen ganz besonders guten Tag habe, können wir auch nochmal darüber reden, dass ich euch ein aktuelles Bild von der Koralle zuschicke. Ja, schauen wir einmal hier bei den Korallen rein. Das ist wirklich... Ich bin total begeistert, wenn ich mir die angucke. Es sind ein paar normale dabei, die aber ganz besonders schön gewachsen sind. Zur Feier des Tages gibt es heute sogar ein frisches Handtuch. Denn es ist warm und mir steht auch schon wieder der Schweiß auf der Stirn. Deswegen noch kann ich so machen. Mit den anderen Handtüchern riecht man danach wie ein nasser Hund. Das ist nicht so gut. Ja, hier ist einmal diese Koralle hier. Da sagen die Leute immer, wenn sie die auf
Fotos sehen, auch von dem Mutterstock, der da im großen Becken mit drin hängt. Das ist doch gar keine Tenuis, das ist so ein Hybrid. Tenuis echinata. Tropic Marine hat das gerade, dass sie über sexuelle Vermehrung in einem, ich glaube, Forschungsprojekt ist das, haben die Echinatas und Tenuis gekreuzt. Und das sind ganz lustig aussehende Korallen. Die haben so wie die hier, so ganz langgestreckte, was ist das? Ich nenne es jetzt mal Hälse. Ja? Und dann gehen die Polypen mit den Koralliten tenuisartig davon weg. Und die haben die in weiß mit blau und bei mir ist das Ganze grün, grün-gelb und fluoresziert auf den Koralliten auch noch mal ein bisschen orange bei Blaulicht. Sei dahingestellt, das ist kein Hybrid, weil Hybrid heißt sexuelle Vermehrung. Die hier steht einfach so in dem Becken drin, sieht aber genauso aus. Ist ein besonderes Tier, ist doch schon ein ganz schön großer Ableger, seht ihr eher. Ne? Die wollte ich noch mal gesondert vorstellen. Ansonsten haben wir hier mit der Nummer 807 haben wir Vivid's Confetti. Vivid's Confetti ist so ein, ist auch ein Signature-Tier, kommt ursprünglich aus den USA. Das Tier ist wirklich ein tolles Signature-Tier. Sie wächst sehr schnell, sie verheilt sehr schnell, sie verzeiht recht viel, ist bei Tageslicht so drei Viertel toll. Andere Korallen können da halt mehr. Hat aber durch ihre Gestalt, also sie bildet so einen lockeren Tisch aus, hat sehr lange Polypen und hat eine tolle Fluoreszenz. Deswegen ist die Vivid's Confetti auch immer was Schönes. Dann sind ja noch zwei Ableger, die wirklich komplett anders aussehen als der Mutterstock. Aber das ist gar nicht schlimm, weil sie sehen, also der Mutterstock sieht toll aus, aber die hier sehen nochmal extra krass aus, weil sie Basalscheibe haben, wirklich runter den kompletten Plug umschlossen. Das sind TK Red Lavender. Es ist eine Hyacinthus-Art. Fabian, Gruß an dich, die habe ich von dir. Die habe ich ansonsten eigentlich nur als Kato-Order-Tier drin. Und deswegen ist das schön, dass hier zwischen den ganzen anderen Ablegern, die hier vorne stehen, diese mit dabei waren, weil die sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten, sind wirklich ganz toll runtergewachsen. Da sind auch einige Tricolors, Acropora tricolor. Ja, ist ein, ich wollte schon gerade aus den 90ern sagen, so lange ist es noch nicht her. Aber 2010 und so weiter war die Tricolor das Ding, was jeder im Aquarium haben musste. Violettes Basisgewebe, violett-blau und dazu grüne Polypen und die stehen hier quasi, die Ableger stehen auch schon seit den 90ern. Ne? Zumindest könnte man das denken, wenn man sieht, wie die Basalscheibe runtergewachsen ist und wie sie einfach schon komplette Korallen geworden sind. Das gleiche ist hier mit Ablegern von der Sour Patch passiert. Die Sour Patch ist eine Koralle, die ich mal ursprünglich von Fauna Marine bekommen habe. Das ist eine Acropora divaricata. Also divaricatas wachsen auch ein lockerer Tisch, aber ein ganz, ganz lockerer Tisch. Also die haben so lange Äste können die kriegen, die dann aber sich in einem großen Tisch anordnen. Also nicht wie bei einer Hyacinthus, die so einen ganz flachen Tisch macht, sondern so ganz locker und dann als Tisch raus. Ihr seht das bei dem Muttertier. Also es ist die gleiche Art wie die Mango Garden. Sie wächst auch sehr ähnlich, ist von der Erscheinung her sehr ähnlich, aber die Mango Garden hat ein bisschen mehr so ein Gelb-Touch und einen klareren Farbverlauf und rotere Spitzen. Aber die Sour Patch ist deswegen jetzt nicht weniger schön. Die hat nur ein krasseres Grün. Weniger Rot in den Spitzen drin und ein krasseres Grün. Und die Sour Patch, die steht hier auch wirklich richtig, richtig geil. Die Ableger werden auch alle richtig, richtig geil. Und es dauert nicht so lange. Und dann fangen die an, mit ihrer Basalscheibe den kompletten Plug zu überwachsen. Das Besondere bei diesen Ablegern ist, wenn man von der Divaricata Ableger macht, dann bilden die oft erstmal eine riesige Basalscheibe aus, bis sie dann überhaupt anfangen, an den Spitzen wieder zu wachsen. Und bei denen hier ist das schon fertig. Das heißt, die haben nicht nur basal, sondern die haben auch Wuchsspitzen nach oben raus und wachsen einfach weiter. Ganz tolle Tiere. So, jetzt einmal zur Fischfütterung. Also wir füttern hier dieses Soft Multimix. Wir haben das in 1 Kilo gebunden. Die haben da nicht so schöne bunte Bilder drauf, wie hier die Dosen für den Einzelhandel. Ist einfach ein sehr gutes Fischfutter. Die Fische stehen drauf, ist ja nahrhaft, sind wenig Füllstoffe drin. Und deswegen geben wir das morgens als Basis quasi. Licht geht an, ich komme hier rein, alle Becken einmal eine Handvoll von dem Zeug, Fische sind erstmal happy. Und dann haben wir nochmal was ein bisschen mehr auf die Fische jeweils zugeschnitten ist. Für unsere Pflanzenfresser haben wir Algen. Das sind Wakame-Algen. Das sind die Algen, die ihr aus dem China-Shop kennt. Ich habe da tatsächlich einfach bei Amazon großgebindet ein Kilo gekauft. Die kommen getrocknet und da legt man sie in Wasser ein, dann ziehen sie Wasser und dann werden sie so salatartig. Und gerade unsere Kaninchenfische, die stehen da drauf. Und die Kaninchenfische brauchen das auch. Hier, wie ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, die Kaninchen und Doktoren, die knabbern da jetzt dran. Und das ist auch ein bisschen ledriger, ein bisschen zäher. Wahrscheinlich werdet ihr viel Nori-Algen füttern. Wenn ihr Noris reinschmeißt, dann kennt ihr das. Zack, 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 ist das weg.
Das geht hierbei nicht ganz so schnell, es sei denn, man hat so einen Guttatus wie wir da hinten, da atmet das auch einfach weg. Aber die ganzen Cinganos, für die ist das eine super Sache. Für die anderen Fische haben wir hier einen Mix aus verschiedenen Frostfuttern. Wir bestellen jetzt seit ungefähr 2 Jahren eigentlich nur noch bei Erdmann. Norbert, Gruß an dich. Du kriegst jetzt in deinem Shop, den Link findet ihr unten in der Beschreibung, du kriegst jetzt wahrscheinlich voll den Überlauf und weißt nicht mehr, wo du mit den ganzen Bestellungen hin sollst. Das Futter von Erdmann, der verarbeitet das selber. Der sitzt da in Winterhude beim Rutzeck in der Ecke und der kriegt das quasi frisch vom Kutter. Und das sind, wir haben hier immer Mysis, Krill, rotes Plankton, also das sind diese roten Kalanuss, die ihr auch aus diesen ganzen mit Salz angerührten Mischungen kennt. Und dann haben wir da noch gehackte Miesmuscheln drin. So, und da ist für alle was bei. Und besonders unsere Chelmons, die stehen auf das Zeug. Und für die ist das auch eigentlich, weil die ganzen anderen oder viele der anderen Fische, die wir hier haben, weil wir haben ja die Fische nur nach Funktion besetzt, also jetzt keine besonderen Exoten da drin, die kommen auch schon mit dem Granulat sehr gut zurecht. Aber das hier ist unser Bonus. Und vor allen Dingen, die machen das klein, die kauen das, die zermampfen das. Das ist jetzt bei den SPS nicht ganz so wichtig. Aber unsere LPS-Anlage, die profitiert natürlich enorm davon. Also ich mache es so, dass ich hier von dem Abgießwasser vorher so einen kleinen Schluck mal ins Becken reingebe. Und dann machen die schon alle auf. Dann haben die schon mal den Futterreiz gekriegt, wissen, jetzt geht's los hier. Und dann geht das Futter da rein und dann sind die ganzen LPS schon offen, haben ihre Fangpolypen, ihre Fangapparate draußen und können sich auch mit an dem Frostfutter bedienen. Wie viel geht bei uns rein? Boah. Am Tag 300 Gramm, 400 Gramm, ja. Ja, so eine Dreiviertel Tafel, wenn man das alles so zusammentut. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Und zu guter Letzt machen wir heute mal nicht alle durch, sonst stehen wir hier ewig. Haben wir noch. Ja, und ein Tier, für das ich hier nochmal dringend Werbung machen muss, das ist die Honeydew. Toms Korallen Honeydew, TK Honeydew, ist eine SPS, die auch durchaus für SPS-Einsteiger geeignet ist. Bei mir ist sie hellgrün, leicht ins Türkis reingehend, kann, je nachdem wie sie steht, noch ein paar mehr Farbfacetten, ein bisschen mehr ins Grün, ein bisschen mehr ins Gelb, ein bisschen mehr ins Türkis kriegen. Changiert da so. Das Wichtige ist, sie wächst sehr schnell. Sie hat auch hier die Plaques komplett überwachsen, Basalscheibe geht einmal komplett rum und sie schiebt raus. Und das ist wirklich auch eine ganz tolle Koralle, gerade wenn ihr mit SPS anfangt und euch mal ein bisschen da reintasten wollt, neben den Styloporen, Montiporen, Seriatoporen, vielleicht mal eine Acropora ausprobieren wollt, die ist es. Die ist hart im Nehmen, wächst schnell und ist einfach auch schön anzugucken. Ist jetzt nicht rot und so, rot ist meistens ein bisschen schwieriger, wenn eine Koralle rot mit drin hat. Habe ich so im Gefühl, ist nicht ganz so einfach. Grün ist dann einfacher, die Leute sagen, warum hören wir mit Grün auf? Ich habe schon so viel Grün im Becken. Aber wenn ihr euch rantasten wollt und nicht riskieren wollt, direkt eine rote Mille umzunieten, die Koralle. Das war eine kleine Korallenwerbesendung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir wird warm. Ich muss hier mal von den ganzen Lichtern weg. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis demnächst.